1 und dann nochmal die Nachspielzeit und wieder ist es Breyer, der ein wunderbares Tor markiert. 5:1, ein satter Erfolg in diesem Derby. Der VfB Stuttgart mit seiner zweiten Mannschaft jetzt auf Platz 3 in der Regionalliga Südwest. Aufstiegsambitionen da. Sie sind da dem Mannschaft. Dabei ging es für unsere U19 sehr gut los. 4. Minute, das ist Azar Toptic beim Freistoß. Über die Mauer, 1-0! Der touchiert dann noch die Querlatte und springt dann rein. Die frühe Führung durch Zauberfuß Toptic, der sich dazu recht feiern lassen darf. Und den Schlusspunkt setzt erneut dieser Manuel Kober! Das Beste kommt absolut zum Schluss. Und was für ein unglaubliches Spiel, dass der VfB dank jeder Menge Herz und Initiative am Ende doch noch für sich entscheidet. Endstand 5:4. Hatten ja eher die Mainzer die Standardgelegenheiten. Nun hat aber unsere U19 einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Azar Toptic schießt und der Ball ist im Tor. Da war niemand mehr dran, den Ball hat er direkt verwandelt. Ein wichtiges Zeichen an die Mannschaft, dass man hier noch vor der Pause zumindest ein wenig verkürzen kann.